Hallo und herzlich willkommen bei Vegan Feeling. Ich war jetzt ein paar Tage nicht mehr so richtig präsent vor der Kamera. Ich war ein bisschen krank, aber komischerweise, ja, trotz Rohkost bin ich krank geworden. Aber ganz anders als früher. Also ich hatte wirklich schon Schnupfen, Halsschmerzen und manchmal auch sogar so ein bisschen Schüttelfrost. Und aber trotzdem hatte ich irgendwie total viel Energie, richtig viel zu machen und wollte auch so dringend gerne Sport machen, dass ich so ein bisschen so Kraftübungen gemacht habe. Aber ja, so richtig Radfahren, Joggen war ich jetzt nicht mehr, was ich sehr, sehr schade fand, weil ich ja praktisch bis fast eine Woche verloren habe. Und jetzt kaum abwarten kann, dass ich wieder richtig gesund bin und dann wieder richtig Gas geben kann. Aber vielleicht war es auch so ein bisschen von meinem Körper so die Signale, ja, das war jetzt alles ein bisschen viel mit der Arbeit, mit dem Sport und tritt mal ein bisschen kürzer und komm ein bisschen zur Ruhe. Ist okay, ich habe es so angenommen. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich bin ja vor der Schwangerschaft, also vor der Geburt bin ich mal krank geworden. Aber davor war ich, glaube ich, 3 Jahre absolut nicht krank, obwohl ich auch gekocht gegessen habe. Und jetzt, wie gesagt, war ich jetzt auch schon öfters krank. Nicht so richtig, dass ich nichts machen kann, aber halt, wie gesagt, irgendwie so Schnupfen und so ein Kram. Und das, ja, ich denke mal, es liegt auch daran, dass ich noch stille, dass mein Immunsystem vielleicht dadurch ein bisschen geschwächt ist. Oder ja, wir auch viel zu tun haben und ich manchmal einfach... Ja, vielleicht zu viel einfach um die Ohren habe. Heute würde ich gerne über ein Thema sprechen, was uns sehr am Herzen liegt, und zwar das ist die Selbstliebe. Wir haben schon oft darüber gesprochen und wir haben auch schon, wir haben so mal ein Webinar gegeben, wir haben ein E-Book darüber geschrieben, der Weg zur Selbstliebe. Und warum uns dieses Thema so sehr beschäftigt, ist natürlich, weil wir selber ein ganz großes Thema, also ich rede jetzt einfach mal für mich, ich weiß ja, Dennis hat das auch, aber ich habe auf jeden Fall ein ganz großes Thema, so mit Selbstablehnung, Selbsthass, Selbstkritik und so. Und habe ich mich jetzt einfach so nach der Geburt intensiv damit beschäftigt, weil ich da in so ein ziemliches Tief gefallen bin und gemerkt habe, okay, die Hauptursache von allem ist halt dieser Selbsthass, also Ursache von allen Problemen und so weiter und so fort, ist immer die Selbstablehnung. Also wenn jemand, der sich vollkommen selbst annimmt und selbst liebt, wird mit dem Außen sehr, sehr wenig Probleme haben und Konflikte, beziehungsweise diese werden halt immer wieder schnell gelöst, beziehungsweise werden halt dann nicht so groß aufgebrauscht. Und heute will ich mir speziell darüber reden, wie man seinen Körper annimmt und liebt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe es sehr lange unterschätzt. Ich habe letztens in der Studie, also beziehungsweise nicht die Studie selbst gelesen, aber darüber gelesen, dass es wirklich Zusammenhänge gibt zwischen Selbstbewusstsein eines Menschen und die Selbstannahme des Körpers. Also so, wie man seinen Körper annimmt, wie zufrieden man mit sich ist in seinem Körper. Das prägt maßgeblich so sein Selbstbewusstsein. Ja, und da ist mir ziemlich vieles klar geworden. Genau, deswegen finde ich es enorm wichtig, und das ist mir jetzt einfach in den letzten Wochen nochmal ganz arg bewusst geworden, dass es nicht nur wichtig ist, irgendwie so seine Stärken zu kennen und seine Träume zu realisieren, sondern auch irgendwo seinen Körper anzunehmen. Und jetzt will ich einfach diesen ganzen Körperkult nicht unbedingt unterstützen, dass ich denke, jeder muss irgendwie so aussehen wie Freely oder wie diese ganzen Bodybuilder-Frauen, die jetzt immer mehr im Gespräch ist, wie She Loves Eating und die Sophia Thiel und sowas. Da gibt es ja ganz viele, die jetzt so Bodybuilding machen, dass das so das Optimum ist und wir irgendwie alle anstreben sollten, so auszusehen. Dennoch denke ich, ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, besonders bei Frauen, weil Frauen einfach so viel an ihrem Körper rummeckern, dass es einfach, wenn wir uns vorstellen, dass alles Energie ist und unsere Gedanken Energie ist, senden wir permanent an unsere Zellen und an unseren Körper halt Selbsthass. Also einfach Energie von Ablehnung und Hass und sowas. Und sowas ist halt einfach sehr, sehr schädlich. Das kann uns sehr viel Energie rauben und also wir können dadurch sehr schlapp werden. Und wir können natürlich auch unsere Ziele nicht erreichen. Also wir kommen nicht dahin, wo wir eigentlich wollten. Also wie zum Beispiel fitter werden, schlanker werden, was auch immer. Sondern wir stagnieren dann eher, beziehungsweise es wird noch schlimmer, weil diese Gedanken natürlich uns dazu führen, dass wir sie kompensieren wollen. Die Psyche will ja sich möglichst wohl und entspannt fühlen. Also wenn wir so negative Gedanken uns gegenüber selbst haben, wollen wir natürlich mit Lebensmitteln und mit Essen unterdrücken und möglichst alles betäuben, dass wir das nicht mehr haben. Und das führt dazu natürlich, dass wir nicht dem Ideal, was wir selbst haben, näher kommen. Aber wie gesagt, es soll gar nicht um diesen Körperkult gehen, dass jeder so und so aussehen muss, sondern ich habe irgendwie sowas ganz Wichtiges für mich realisiert und das würde ich euch gerne weitergeben. Also ich bin selber ein Mensch, wirklich, ich habe alles immer an meinem Körper abgelehnt. Ich habe auch in Zeiten, wo ich noch als Jugendliche, wo eigentlich alles noch so super straff und gut aussieht, habe ich damals schon irgendwie gesagt, ja, meine Hüften sind zu breit und ich bin zu klein und meine Hände mag ich nicht, die sind irgendwie ja, zu kurz und nicht so weiblich und
Genau, und es war immer irgendwas, was mir nicht gestört hat, meine Oberarme gefallen mir nicht, das Thema haben ja, glaube ich, auch viele Frauen. Und ich habe immer diese also das ist wirklich so, dass man dann wirklich immer Signale an seinen Körper sendet, so du bist schlecht. Und dann habe ich jetzt in letzter Zeit wirklich realisiert, ist es eigentlich ziemlich scheißegal, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, wie du oder wie wir im Moment aussehen. Wir müssen einfach versuchen, dass diesen aktuellen Zustand, und es ist ja nur ein Zustand, es ist ja nur eine Phase, also wir können ja jeden Tag sagen, wir ändern jetzt irgendwas und dann wird sich unser Körper ja natürlich auch verändern. Aber ich finde es noch viel wichtiger zu sagen jetzt, okay, ich strebe es jetzt an, super fit und super schlank und so toll auszusehen. Es ist viel wichtiger zu sagen, ich nehme mich jetzt so bedingungslos an und ich liebe meinen Körper und ich sende meinem Körper ununterbrochen Gefühle der Liebe und der Anerkennung, finde ihn einfach geil und egal wie er aussieht, egal wie breit die Hüften sind, egal wie viel Übergewicht, ganz egal, auch gerade dann einfach zu sagen, ich fühle mich so wohl und ich muss dann immer an diese Frauen denken in amerikanischen Soap Operas, die wirklich so mit, keine Ahnung, 30, 40 Kilo Übergewicht und noch viel mehr reinkommen und einfach sagen so, I love my body and I'm so proud of myself und die einfach so, ja, ich fühle mich einfach geil, ich fühle mich gut in meinem Körper und an diesen Frauen, ob das jetzt wirklich bei denen wirklich so ist, kann man nicht sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich würde mich in so einem Körper eben nicht wohlfühlen, aber da können wir uns ein Beispiel nehmen und dann einfach zu sagen, gerade auf die Körperstellen, die wir nicht mögen, einfach zu sagen, wow, ihr seid der Hammer. Und auch gerade von diesem Optischen auch wegzukommen. Also unser Körper ist unser Tempel. Wir würden nicht existieren, hätten wir nicht unseren Körper. Wir könnten diese Erfahrung, diese menschliche Erfahrung nicht machen. Wir könnten nicht riechen, wir könnten nicht sehen, wir könnten nicht hier sein und kommunizieren. Es ist einfach, unser Körper ist ein wahres Wunder. Und egal, wo du jetzt stehst und egal, wo dein Fitnesslevel oder deine, wie schlank dein Körper ist oder eben auch nicht, es ist total egal. Feier deinen Körper ab. Und dafür habe ich mich jetzt auch entschieden, weil ich bin auch so, ich merke es immer wieder, wo ich in den Spiegel schaue und so, oh, jetzt schon wieder da Falten gekommen und dies und das und immer diese Kritik. Und Louise Hay sagt ja auch, dass Kritik eigentlich wirklich so das absolute Gegenteil von Selbstliebe ist. Natürlich gibt es konstruktive Kritik und so, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber wenn man in den Spiegel schaut und sich selbst kritisiert, ist das das absolute Gegenteil von Selbstliebe. Selbstliebe, und das verstehe ich auch, sieht so aus, dass man sich einfach bedingungslos annimmt. Egal wie man aussieht, egal was man macht, egal in welchem Punkt seines Lebens man ist, dass man einfach sagt, ich finde mich toll und ich fühle mich wohl. Und für mich hat das so Klick gemacht, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich feiere jetzt meinen Körper mal ab und ich finde ihn toll. Und ich weiß und ich garantiere euch auch, wenn ihr das macht, die Veränderungen werden sowieso positiv. Also ich stelle mir das so vor, dass ich sage, wow, ich finde meinen Körper jetzt einfach toll, ich liebe ihn, das ist der Hammer. Ich habe hier über 35 Jahre jetzt mit ihm hier erlebt und ohne ihn könnte ich nichts tun. Und meine Hände, die ich oft denke, oh, die sind nicht so schön, ich hätte gerne schönere Hände wie andere Frauen. Und die sehen auch irgendwie älter aus als andere Teile meines Körpers und so. Aber diese Hände können so viel leisten. Ich habe früher irgendwie richtig geile Sachen gebastelt und gemalt und Skulpturen gemacht. Und jetzt mache ich meine Food-Kreationen damit. Also ohne diese Hände könnte ich das alles nicht machen. Und ich feiere sie ab, ich liebe sie, ich finde sie super genial. Und mit diesem Gefühl will ich ins Leben gehen. Und wenn da trotzdem jemand irgendwie sagt, ja, aber wie kannst du dich so lieben und dich so selbst abfeiern? Mein Körper ist alles andere als perfekt. Dann sind das irgendwelche Deppen, die es einfach nicht gerafft haben. Und irgendwie Frauen in so eine Schublade stecken. Frauen müssen so und so sein und so leben und möglichst aber auch ihren Mund nicht aufmachen oder sich selbst nicht verwirklichen. Aber mit so Menschen will man ja nichts zu tun haben. Genau, und deswegen habe ich halt wirklich so realisiert, es ist einfach das Wichtigste jetzt zu sagen, man ist an dem Punkt und sagt, ich feiere jetzt meinen Körper voll ab und mit diesem Lebensgefühl rauszugehen. Und dann wird man auch schwimmen gehen und tanzen und unter Menschen gehen wollen. Mit diesem Gefühl, so, mein Körper, der kann laufen, der kann alles, der ist einfach super genial, will man ja auch viel mehr machen und dadurch wird man natürlich aktiver und verbrennt einfach auch so generell viel mehr Kalorien und Fett natürlich auch und kommt dann auch viel eher an sein Ziel. Also die Kernaussage des Videos war, vergleicht euch niemals mit anderen, feiert euren Körper einfach ab, so wie er ist, egal ob er zu dick, zu dünn oder zu groß oder zu klein oder was auch immer aus eurer Sicht ist. Er ist euer Tempel, in dem ihr lebt, diese menschliche Erfahrung machen könnt und umso mehr ihm Liebe schenkt, umso mehr wird dieses Leben zu einem Genuss. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diese Veränderung, die ihr dadurch erleben werdet, sehr, sehr positiv sich auch auf die Optik des Körpers ausüben wird. Konzentriert euch darauf, auch gerade die Stelle, wo ihr immer im Spiegel
angeschaut und sagt, das passt mir nicht und das sieht nicht gut aus und so. Gerade diesen Stellen so viel Liebe und Anerkennung zu geben und ihr werdet euch so in schneller Zeit so wohlfühlen und ja, ihr könnt dazu eine Meditation machen und einfach in euch, in euren Körper ganz viel Liebe senden. Klingt vielleicht verrückt, aber macht es einfach gedanklich, dass ihr einfach sagt, ja, ich liebe es, meinen Körper total und das wird ein ganz anderes Erlebnis und ein ganz anderes Lebensgefühl. Genau, also wenn es euch, wie das Video euch irgendwie geholfen hat, gebt mir ein Like oder schreibt mir was in die Kommentare, das freut mich immer total und wir versuchen auch immer zu antworten. Manchmal schaffen wir es nicht, weil wir einfach sehr eingebunden sind. Ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall immer zu lesen und ja, wir sehen uns ja morgen wieder, weil es geht ja im Moment um Fitness und Challenge und ich will noch eine Sache dazu sagen und zwar, weil ich gesagt habe, ich will diesen Körperkult und sowas nicht unterstützen, aber ich denke trotzdem, dass eine gewisse Fitness im Leben unheimlich wichtig ist, weil wenn man irgendwie so, ja, so ein bisschen kränklich und nicht richtig vital ist und so und nicht so gut fühlt, dann ist es, kann man einfach das Leben nicht richtig genießen und deswegen ist das auf jeden Fall super wichtig, eine richtig gute Fitness und eine richtig gute Gesundheit zu erlangen. So, das war's für heute. Wir sehen uns ja dann morgen wieder. Also tschüss!